Da wir noch kein Trikot für die EM haben, wollen wir uns heute selber eins bedrucken. Mit Frischhaltefolie und Backpapier. Ob das funktioniert, finden wir jetzt heraus. Und zwar haben wir zuerst mit Canva eigene Designs erstellt. Für mich natürlich die Nummer 95. Im nächsten Schritt haben wir die Designs dann ausgedruckt und ausgeschnitten. Lit. Und jetzt wird es wichtig. Alles beidseitig in Frischhaltefolie wickeln und an den Rändern abschneiden. Das T-Shirt wird auf das Bügeleisen geklemmt und die Designs auf dem T-Shirt positioniert. Jetzt fehlt nur noch Backpapier und ja, drüber bügeln. Oh mein Gott, das ist so satisfying, Leute. Wir müssen jetzt warten, bis es kalt ist. Das Ergebnis seht ihr im nächsten Video.